Hey Leute, hier habe ich euch jetzt mal die Dex-Fures mitgebracht. Die Dex-Fures sind eine aufgerüstete Version der normalen A-Fures. Und wenn wir uns das mal anschauen, wir haben deutlichst mehr Statuschance, wir haben bessere Crit-Chance, wir haben generell bessere Werte. Und von daher habe ich euch jetzt hier mal noch diese Waffe mitgebracht. Der Bild, den ich für euch habe, ist jetzt dieser hier. Da haben wir drin Zuckung, Pathogenprojektile, Pistolenpestilenz und Prime-Flammenladung für Korrosionsschaden und Hitzeschaden. Laufstreuung und Hitzenstich tödlicher Schwall dürfte klar sein, warum. Und Augurpakt als letzten Mod. Wir könnten jetzt auch noch einen Dan Riven reinmachen oder generell noch mehr auf Elementar gehen. Ist alles möglich, aber für mich persönlich ist das hier momentan der bestmögliche Bild für diese Waffe. Ja, also viel mehr gibt's dazu jetzt eigentlich schon nicht zu sagen. Wir können direkt ans Gameplay gehen. Die Waffe hat eine 5er Disposition, habt ihr ja gerade eben noch gesehen. Muss ich nicht jedes Mal dazu sagen. Seht ihr ja einfach. Und ich muss sagen, die Dex Fures war eine Waffe, die habe ich sehr, sehr, sehr lange gespielt. Damals waren es, glaube ich, für kurze Zeit die besten Sekundär-Schnellfeuerwaffen, die wir hatten. Ich glaube aber 3, 4, 5 Wochen später kamen die Stiletto und Somati raus. Nichtsdestotrotz sehr gute Waffen, die ich immer noch sehr gerne spiele. Also ihr seht schon, der 150er Gegner, da frisst sich das einfach nur durch. Wobei man natürlich dann auch einen Carrier braucht für die Munition. Aber wie gesagt, alleine durch die Riven-Disposition, die Waffe hier kann richtig, richtig stark sein. Beziehungsweise ihr seht es gerade ohne Riven, ist die ja schon ordentlich stark. Aber ich muss gestehen, da gebe ich der Chance wirklich mal nochmal eine Chance, wenn ich den Riven ein paar Mal neu gerollt habe. Also ganz im Ernst, das ist schon klein wenig, schon ziemlich gut. Wobei man ganz ehrlich sagen muss, Crit-Chance 10% kann man vergessen. Wenn wir uns da im Vergleich mal die Stiletto anschauen, die haben eine Crit-Chance von, oh, nur gerade 15%. Das heißt, wenn wir hier einen richtig geilen Riven haben, da könnten die Dex-Fures den Stiletto Konkurrenz machen. Ich wollte es nur mal gesagt haben, weil Dex-Fures, 5er Disposition, Stiletto gerade mal, die Stiletto haben gerade mal eine Disposition von 1. Das heißt, je nachdem, also mit einem richtigen Riven, können die Dex-Fures richtig, richtig, richtig böse abgehen. Ich wollte es nur mal erwähnt haben. Gut, alles in allem, Dex-Fures, sehr gute Waffe, kann man immer nur zum Geburtstag von Warframe bekommen. Das ist dann ein Gratis-Reward. Und, naja, ihr habt es gesehen, Level 150 war jetzt kein wirkliches Problem. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit helfen. Falls ja, lasst mir doch ein Abo und ein Like da und bis bald.